Sinop Juicy Ice Lit in der Geschmacksrichtung Peach Ice Tea. Die Verpackung ist okay. Die Beschriftung ist übersichtlich. Wie man hier sehen kann, alles enthalten. Ein Aminosäurenprofil. Die Zutaten, alles übersichtlich gestaltet. Und die Nährwerte. Ein Messlöffel ist ebenfalls enthalten. Das Einzige, was mir bei der Verpackung extrem missfallen hatte, war der Verschluss. Einmal geöffnet ist er sehr, sehr schwer wieder zu verschließen. So sieht er aus. Einfach nur katastrophal. Schwer zu verschließen. Okay. Zum Geschmack. Beim Pulver ist mir aufgefallen, wenn man es zusammenrührt, dass es extrem schäumt. Und deshalb sollte man auf jeden Fall stilles Wasser benutzen. Ansonsten muss man sehr lange warten, bis sich der Schaum wieder zurücksetzt. Zum Geschmack kann ich absolut nichts Negatives sagen. Es schmeckt wirklich nach dem, was da drauf steht, sprich Pfirsich-Eistee. Ich habe da kaum einen Unterschied geschmeckt. Es schmeckt wirklich sehr gut. Ich bin mit der Erwartung hergegangen, dass ich irgendwas Milchiges schmecke, weil, wie gesagt, es ist ja ein Whey-Isolat, aber dem war nicht so. Sehr gut gelungen. Hier, wie man sieht, so sieht das aus. Es sieht dickflüssig aus, ist es aber nicht. Die Löslichkeit ist, ja, wie ihr sehen könnt, einigermaßen okay. Da schwimmen zwar so kleine weiße Partikeln herum, aber die machen sich dann bringt nicht bemerkbar. Ja, der Preis, der schwankt zwischen 24 bis 29 Euro, wobei man bei Giggles & Christian den auch konstant immer für 27 Euro bekommt, wenn man den Rabattcode SUB10 verwendet. Also preislich gesehen ist das auf dem zweiten Platz. Auf dem zweiten Platz. Das einzige Früchte-Whey-Isolat, was günstiger ist, ist das von ASN. Das schwankt zwischen 22 bis 29 Euro, wobei es bei Fitmart es dauerhaft für 23,47 € gibt, wenn man diesen 20% Dauerrabatt einsetzt. Ja, die Nährwerte sind okay. Also mit 81 Gramm pro 100 Gramm liegt das wieder auf dem zweiten Platz der Früchte-Whey-Isolate. Also das von Weida und das von Altus haben weniger Proteingehalt pro 100 Gramm. Nur das von ESN hat wieder mehr. Hier sind es. Ist. Hier sind es 90 Gramm. Also zusammengefasst, das Früchte-Whey-Isolat von Sinop ist auf jeden Fall empfehlenswert. Es schmeckt wirklich sehr gut. Die Nährwerte sind in Ordnung. Und der Preis ist relativ günstig für ein Früchte-Whey-Isolat. In der Beschreibung werde ich nochmal so eine Übersicht machen mit den jeweiligen Nährwerten und Preise für die jeweiligen Früchte über Isolate. Abonnieren nicht vergessen und kein Testbericht verpassen. Bis dann.